Meine lieben Zuschauer, in unserem gestrigen ersten Teil dieses zweiteiligen Videos über den Prigozhin-Aufstand haben wir euch erklärt, was genau zur Meuterei des Wagner-Chefs gegen den Kreml geführt hat. Und wir haben euch versprochen, dass wir im heutigen zweiten Teil sorgfältig klären werden, welche genauen Folgen dieser Mega-Fail für das Regime Wladimir Putins haben wird. Solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben, könnt ihr euch den ersten Teil jetzt ansehen, indem ihr dem Link oben rechts hinter dem i-Symbol folgt, damit ihr alle wichtigen Zusammenhänge versteht. Wir bereiten gerade ein Video für euch vor, in dem wir uns ansehen werden, welche Clans und Machtgruppierungen sich in Russland bereits darauf vorbereiten, die Nachfolge Wladimir Putins zu übernehmen. Wie sie schon jetzt ihre Messer wetzen, gegeneinander kämpfen und sich in Stellung bringen. Also Abo nicht vergessen, um es ja nicht zu verpassen. Heute schauen wir uns aber erstmal genau an, ob ihre Hoffnung auf ein baldiges Ende der Ära Putin überhaupt gerechtfertigt ist. Was hat sich mit Prigozhins Meuterei an Putins Status geändert? Schnallt euch jetzt gut an, wir begeben uns auf eine stürmische Fahrt in eine neue Realität. Das heutige Video hat übrigens Incogni möglich gemacht, ein ganz besonderer Sponsor, der euch nämlich aktiv vor Datenmissbrauch durch sogenannte Data Broker schützen kann. Data Broker sind Datenmakler, die eure persönlichen Daten überall im Netz abgreifen und danach nicht nur an seriöse Unternehmen verkaufen, sondern auch oft an Betrüger. Diese Betrüger bombardieren uns dann mit unerwünschten Anrufen, SMS und E-Mails oder versuchen uns auszunehmen. Leider haben wir keine Kontrolle darüber, an wen unsere Daten verkauft werden. Aber die Data Broker sind gesetzlich verpflichtet, unsere Daten zu löschen, wenn wir sie dazu auffordern. Das Problem dabei, es gibt tausende von ihnen und oft ist der Antragsprozess absichtlich kompliziert gestaltet. Deswegen resignieren viele Menschen einfach und lassen den ganzen Schmuh passiv über sich ergehen. Der Sponsor dieses Videos, Incogni, bietet genau dafür jedoch eine Lösung. Incogni übernimmt die Aufgabe, bei den Data Brokern aufzuräumen und die Löschanträge zu stellen, um uns vor Betrugsversuchen zu schützen. Du meldest dich bei Incogni einfach an, beauftragst sie in deinem Namen die Löschanträge durchzusetzen und verfolgst dann bequem auf einem übersichtlichen Dashboard, wie deine Daten nach und nach aus dem Netz verschwinden. Ohne einen solchen Service wäre es für einen normalen Menschen nahezu unmöglich, diese Löschanträge selbst zu bearbeiten und sich vor Betrug zu schützen. Also, tu was Gutes für deine Datenhygiene und schau dir Incogni über den Link in der Videobeschreibung mal an. Außerdem, mit dem Promocode politik.de erhältst du auch noch 60% Rabatt, wenn du zu den ersten 100 gehörst, die ihn nutzen. Und falls du uns etwas Nettes tun möchtest, ebenfalls in der Beschreibung bei diesem Video findest du einen Spendenlink, mit dem du unsere Arbeit auf freiwilliger Basis unterstützen kannst. Wir danken dir schon mal im Voraus. So, und wenn wir das alles erledigt haben, lasst uns wieder zum Thema dieses Videos kommen. Während des russischen Krieges in der Ukraine sind die Wagner-Gruppe und vor allem ihr Anführer immer mehr in den Vordergrund getreten. Als Troubleshooter und Leiter von Großeinsätzen, die das Unmögliche möglich machen und das russische Militär von seinem Fluch namens Bachmut erlösen sollte, stieg er zum Messias seiner Truppen, der Nationalisten und auch vieler regulärer Soldaten auf. Von dieser Position aus wurde er dann zur Geißel der russischen Militärführung und neuerdings sogar zum Schutzpatron der armen russischen Soldaten. Zu diesem Zweck hat er nicht gezögert, am laufenden Band Videos aufzunehmen, in denen er die Opferung russischer Soldaten verurteilt. Er hat äußerst medienwirksam Geschenke an ihre Witwen und Mütter verteilt und vor allem hat er Wahrheiten über den Krieg ausgesprochen, die sich sonst niemand in Russland zu sagen traute. Das alles sind Dinge, die sich in Russland aktuell sehr gut verkaufen. Prigozhin hat seine Popularität vervielfacht. Seht euch nur an, wie er Rostow unter Beifall und Jubel verließ, nachdem der Waffenstillstand mit der Regierung vereinbart worden war. Aber warum, so werdet ihr euch fragen, hat Putin diesem Mann so lange erlaubt, derart populär zu werden und seine Regierung so unerbittlich anzugreifen? Nun, einer der Gründe war, dass er mit all diesen Anschuldigungen dem russischen Präsidenten selbst geholfen hat. Er spielte eigentlich nach Putins Noten. Mit anderen Worten, als langjähriger Freund und Verbündeter Putins hatte er es auf Leute wie Shoigu und Gerasimov abgesehen. Dies entsprach der üblichen Teile- und Herrscher-Rivalisierungsstrategie Putins. Und er beschuldigte sie als die wahren Schuldigen an der schlechten Lage, nicht den Präsidenten. Dieser sei nur das arme Opfer ihrer korrupten Machenschaften, gemeinsam mit dem ebenso armen Volk. Na, ist das nicht ein rühriges Bild? Der Präsident und sein Volk in einem Boot auf derselben Seite. Doch in seinem Video vom Freitag, dem 23.
6. Juni sollte Prigozhin eine rote Linie überschreiten. Denn es ist die eine Sache, sich zu beschweren, dass es an Munition mangelt, und eine ganz andere, offen zu sagen, dass die Argumente zur Rechtfertigung der Invasion ein Schwindel waren. Er hat aus seiner Position überragender Glaubwürdigkeit Putins heiligen Gral einfach auf dem harten Boden der Realität zerschmettert. Und deshalb hat Putin im Fernsehen gesagt, Prigozhin sei ein Verräter, der aufs Allerhärteste bestraft werden müsse. Das Problem? Er hat seine Aussage de facto zurücknehmen müssen und auch die strafrechtliche Verfolgung deswegen zumindest offiziell eingestellt. Und das ist ein Problem, denn es macht allen deutlich, dass Russlands oberster Mann nicht mehr über so viel Macht verfügt wie früher. Ich muss mit Bitterkeit zugeben, dass die Russische Föderation ihrem endgültigen und unwiderruflichen Tod einen Schritt näher gekommen ist. Von nun an gibt es in der Russischen Föderation zwei Präsidenten, den königlichen Präsidenten Jewgeni Prigozhin und den inhaftierten Vizepräsidenten Wladimir Putin. Das Hauptziel des zweiten Präsidenten wird es sein, sich regelmäßig an den königlichen Präsidenten zu wenden, und zwar in kniender Position, mit der Frage: Was möchtest du, Jewgeni Viktorowitsch? Niemals, nicht einmal in meinem schlimmsten Albtraum hätte ich mir vorstellen können, dass ich diese Schande und den Tod meines Landes erleben würde. Viktor Emantowitsch Alksnis, ehemaliges Mitglied des obersten Sowjets der UdSSR und ehemaliger Abgeordneter der Staatsduma der Russischen Föderation. Heute hat die Welt gesehen, dass Russlands Herren nichts mehr unter Kontrolle haben. Es herrscht das totale Chaos. Volodymyr Zelensky. Ja, es stimmt, dass Prigozhin nach der getroffenen Vereinbarung erstmal nach Weißrussland ins Exil gehen wird. Aber bedeutet das, dass er seinen Einfluss aufgeben wird? Wird er endgültig aufgeben, die Fäden in Russland zu ziehen? Nun ja, daran gibt es ernsthafte Zweifel. Um seine Autorität wiederherzustellen, wird Putin also irgendeinen Weg finden müssen, Prigozhin zu belangen. Und da die Möglichkeit mit dem Verrat ja schon verbrannt ist, hat er sich nun auf Korruption eingeschossen. Tja, ausgerechnet Korruption, wenn das für ihn mal nicht nach hinten losgeht. Aber dazu kommen wir noch. Der Kreml hat als Vergeltungsmaßnahme auf jeden Fall schon mal Prigozhins Mediengruppe geschlossen, die unter anderem eine Trollfarm betreibt, um soziale Medien auf der ganzen Welt zu manipulieren. Na, das tut uns aber echt leid. Nicht. Außerdem hat das Verteidigungsministerium die lukrativen Verträge mit Prigozhins Catering-Firma Concord gekündigt, aber mit all dem dürfte der Wagner-Boss sowieso gerechnet haben. Klar ist, das alles war ein großer Rückschlag für Putin. Der russische Präsident hat ein Desaster in der Ukraine verursacht, er verliert den Krieg und jetzt auch noch das. Schaut euch an, was der russische Journalist Michail Sigare im Januar sagte. Russlands Präsident Wladimir Putin hat anscheinend endlich erkannt, dass der Krieg in der Ukraine einen gefährlichen Konkurrenten für seine Macht geschaffen hat. Jewgeni Prigozhin. Und natürlich gehen die Folgen der Meuterei noch viel weiter. Putin ist nicht mehr so furchterregend wie früher. Und das ist das Schlimmste, was einem Autokraten passieren kann. In Regimen wie diesem beruht die Macht des Präsidenten im Wesentlichen auf seiner Fähigkeit, Angst zu verbreiten, sich Respekt zu verschaffen und abweichende Meinungen zu bestrafen. Und jetzt konnten wir erleben, wie eine Organisation von 25.000 Söldnern ein wichtiges Operationszentrum des Ukraine-Feldzugs eingenommen hat und dann auf Moskau vorrückte, ohne dass etwas passiert ist. Und vergesst nicht, dass im März 2024 Wahlen stattfinden werden. Von den ersten Stunden an ließ der Prigozhin-Aufstand Putin schwach aussehen, unfähig, sich selbst und die Kräfte, die seinen Krieg führen, zu kontrollieren. Als sich Wagners Truppen Moskau näherten, verstärkte sich dieser Eindruck noch. Ich finde die Tatsache, dass dies von Lukaschenka moderiert wurde, äußerst peinlich. Braucht Putin jemand anderen, um seine Probleme zu lösen? Ja, wir wissen es, die Wahlen in Russland sind noch gefälschter als die WM-Wahl in Katar. Aber trotzdem, wir werden sehen, ob Putin es schafft und ob er sich zur Wiederwahl stellen kann. Das große Versprechen, das große Engagement des russischen Präsidenten war es immer, Russland aus der Anarchie der 90er Jahre zu retten und seine Größe wiederherzustellen. Aber jetzt ist das alles zerbrochen. Ein Diktator auf Abruf. Russland ist nicht stärker. Seine Armee wird immer schwächer. Der Wohlstand im Land schwindet. Die großen Oligarchen verlieren. Und zu allem Überfluss ist das Chaos so groß, dass ein Warlord in aller Ruhe durch das Land spazieren und drohen kann, die Hauptstadt zu besetzen, ohne dass ihm etwas passiert. Im Gegenteil, statt wie schon vorher beschlossen, auf der kompletten Eingliederung Wagners in die reguläre Armee zum 01.06.2023 zu bestehen, darf Wagner weiterhin existieren. Nur, dass das Hauptquartier eben nach Weißrussland verlegt wird. Wohlgemerkt, von dort aus ist man in Moskau schneller als von Rostow am Don.
Prigoschins Truppen bekommen nun als Belohnung für ihre Meuterei die Wahl zwischen Militär und Wagner in Weißrussland, von wo aus sie Putin dann bei Bedarf auch wieder gegen die Ukraine einsetzen könnte. Denn Fakt ist, in der aktuellen Defensivphase wird der Wagner-Trupp mit seinen Brute-Force-Taktiken sowieso nicht benötigt. Falls Putin jedoch vorhat, irgendwann wieder in die Offensive zu gehen, werden die erfahrenen Kämpfer bitter fehlen. Ich erinnere euch daran, dass diese Gruppe in den Offensivoperationen seit über einem Jahr eine Schlüsselrolle gespielt hat. Wagner war ein Jahr lang das einzige erfolgreiche Element der russischen Invasion. Und ihr Erfolg war auch sehr begrenzt und konzentrierte sich auf eine kleine Stadt und ihre Taktiken waren selbst für wagnerische Standards barbarisch. Aber wenigstens erreichten sie etwas. Das vermochte die russische Armee nicht. Jene Wagner-Angehörige, die also keinen Bock haben, zur russischen Armee zu wechseln, und glaubt mir, die Top-Leute hatten sehr gute Gründe, bei Wagner zu sein und eben nicht in der regulären Armee, werden nun in Belarus ihre Zelte aufschlagen. Damit will man sie quasi von der Straße holen, damit sie keine Dummheiten mehr anstellen können. Laut dem dortigen Kartoffeldiktator sollen sie seine Streitkräfte ausbilden. Nun ja, eine nette Beschäftigungstherapie, die strategisch kaum Sinn macht. Die belarussische Armee braucht wahrlich keine Wagner-Expertise, nur um die heimische Opposition zu unterdrücken. Und sie nach vollendeter Ausbildung in wagnerscher Fleischwellentaktik als Kanonenfutter durch die Prypjat-Sümpfe, radioaktiv verseuchte Wälder und Minenfelder gegen Kiew zu schicken, wäre für Lukaschenka militärischer wie politischer Selbstmord. Aber keine Angst, was konkret hinter Lukaschenkas Schachzug und Wagners Umzug nach Belarus stecken könnte, werden wir in einem künftigen Video genau unter die Lupe nehmen. Ihr dürft schon mal gespannt sein, denn ich denke, dass euch unsere Theorie ziemlich überraschen wird. Also, Abo nicht vergessen. Auf jeden Fall ist Putins und Shoigus Plan, die wagnersche Kampfkraft zum Schnäppchenpreis weiter gegen die Ukraine und andere Zwecke einsetzen zu können, grandios gescheitert. Die Propagandamaschinerie des Kreml muss nun massig Überstunden schieben, um Putins Image wiederherzustellen und Prigozhin aus der Erinnerung der Russen zu tilgen. Wie schwer Putins PR-Manager den Popularitätsverlust sehen, zeigte sich auch darin, dass es nötig war, seinen knackig braun gebrannten Doppelgänger ganz schnell nach Dagestan zu schicken, um sich dort nicht nur wie ein Filmstar bejubelt zu lassen, sondern auch noch ein Bad in der Menschenmenge zu nehmen und präsidiale Bussis an wildfremde Leute zu verteilen. Klar, das passt total zum Keimphobiker Putin, der 6 Meter lange Tische braucht, um sich mit seinen Staatsgästen zu unterhalten. Und auch mit seinem jüngsten verzweifelten Versuch, Prigozhin anzuschwärzen und wegen Korruption zu verfolgen, hat sich Putin eher selbst in den Fuß geschossen. Denn er hat im Zusammenhang damit nun offen zugeben müssen, dass Wagner die ganze Zeit über vollständig vom Kreml finanziert wurde. Das jahrelange Narrativ des Kremls und seiner weltweit in Medien und Politik aktiven, bezahlten und unbezahlten 5. Kolonnen ist damit in sich zusammengebrochen. Die plausible Bestreitbarkeit für Putin, nicht direkt in die massiven Verbrechen Wagners rund um die Welt verstrickt gewesen zu sein, ist dahin. Und das lässt wahrlich all die Leugner und Kreml-Freunde, die sich manchmal auch im Kommentarbereich bei Visualpolitik herumtreiben, nun wie komplette nützliche Idioten aussehen. Nur, dass ihre ganze Idiotie am Ende Putin sowieso nicht genützt hat. Neben diesem Propagandagau wird Putins Geständnis aber auch diplomatische und juristische Konsequenzen haben. Er hat damit einer Reihe von Ländern die Möglichkeit eröffnet, die russische Regierung gerichtlich zu belangen. Angefangen von der Besetzung der Krim und des Donbass 2014, bei der Wagner nachweislich eine Schlüsselrolle spielte, bis hin zu Gräueltaten in afrikanischen Ländern. Um sich das Ausmaß dieses Desasters für Moskau vor Augen zu führen, Wagner wird bereits für Kriegsverbrechen in vielen Ländern sanktioniert und strafrechtlich verfolgt. Die offizielle Position Moskaus war aber immer, dass Wagner nichts mit der russischen Regierung zu tun hat. Ja, Privatarmeen in Russland gar verboten seien. Daher könne Russland für die Verbrechen Wagners nicht haftbar gemacht werden. Und jetzt, da der Kreml offiziell zugegeben hat, dass Wagner nichts als ein Arm des russischen Staates ist, ist Russland ebenso hochoffiziell und rechtlich für Dutzende von Kriegsverbrechen direkt verantwortlich. Malische Truppen und mutmaßliche russische Kämpfer werden für Massaker verantwortlich gemacht. Es gibt erschütterte Berichte über malische Truppen und mutmaßlich russische Söldner, die im Zentrum Malis etwa 300 Menschen hingerichtet haben sollen. Jewgeni Prigozhins Söldnertruppe Wagner wird wegen Kriegsverbrechen in Afrika angeklagt. The Serenity hat herausgefunden, dass die Söldnergruppe von Jewgeni Prigozhin in der Zentralafrikanischen Republik einen albtraumhaften Plan zur Eroberung des Staates ausgearbeitet hat, um die nationalen Ressourcen des Landes, insbesondere Gold und Diamanten, zu plündern. Die geostrategische und militärische Schwächung Russlands durch einen Verlust Wagners ist kaum zu unterschätzen. Denn ohne die Söldner wird dem Kreml sehr wichtige Kampfkraft fehlen, seine Ziele umzusetzen, egal ob in der Ukraine, im Nahen Osten oder in Afrika.
Oder ist das nächste Ziel etwa die völlige Einverleibung Weißrusslands? So als Trostpflaster für die Nationalisten, da es mit der Ukraine ja nicht geklappt hat und nächstes Jahr Wahlen anstehen? Aber im Ernst, wenn diese Wagner-Verbände durch das russische Militär absorbiert werden, könnte das ein Problem darstellen. Nicht nur was ihre Moral und Motivation angeht. Viele afrikanische Länder waren nicht mit einer russischen Militärpräsenz einverstanden, als sie mit Wagner einen Vertrag unterzeichneten. Sie wollten Söldner, die in ihrem Auftrag handeln, nicht Soldaten, die Moskau unterstellt sind. Auch wenn Moskau dann über Wagner indirekt Einfluss üben konnte. Einige dieser afrikanischen Staatsoberhäupter machen sich daher große Sorgen, dass ihre Rivalen die Situation nun ausnutzen können, was zu einem Dominoeffekt in der Region und einem weiteren Einflussverlust für Russland führen könnte. Die Aufnahme von Wagner-Kämpfern in die russische Armee wird jedoch noch weitere Probleme verursachen. Sie könnten Prigozhin als Infiltratoren und Schläfer innerhalb der Armee dienen. Schließlich ist er unter ihnen und in weiten Teilen der Bevölkerung ja noch immer überaus populär. Viel populärer als Shoigu und Konsorten. Und wenn Shoigu versuchen sollte, dem entgegenzuwirken, indem er die eingespielten Wagner-Einheiten auseinanderreißt und die Männer quer über die Armee verteilt, würde er die Kampfkraft der einzigen effektiven Offensiveinheiten, die Russland noch hatte, total verwässern. Aber das wäre natürlich nichts Neues in diesem Land. Wie damals, als im Sozialismus alles verstaatlicht, kollektiviert, nivelliert und breitgewalzt wurde, bis nichts mehr richtig funktionierte. Aber die Unterordnung Wagners unter die Armeeführung ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn Putin und Shoigu werden es nicht darauf beruhen lassen können, dass so viele Angehörige der regulären Armee und anderer Sicherheitsorgane lange Stunden unentschlossen darauf gewartet haben, welcher Seite sie sich anschließen, indifferent zusahen, Prigozhin einfach gewähren ließen oder sogar Sympathien für ihn bekundeten. Putins Säuberungsaktion beginnt mit Kommandanten und Piloten, die sich weigerten, die Truppen der Wagner-Gruppe zu bombardieren. Russlands oberster Soldat, General Valery Gerasimov, soll nicht mehr an Entscheidungen beteiligt sein, da der Kreml hart durchgreift. General Sergei Surovikin, ein weiterer ehemaliger Kommandeur der Invasionstruppe, dem enge Beziehungen zu Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin nachgesagt werden, wurde seit dem Ende des Aufstands nicht mehr gesehen und soll von den Sicherheitsdiensten verhört werden. Putin wird in seiner Armee mehrere Säuberungsaktionen durchführen müssen, so wie es in Russland historisch üblich ist. Diese Säuberung Wellen werden nicht unbedingt schnell erfolgen, denn Putin kann sich in diesem Moment keinen großen Schocks innerhalb der in ihren Verteidigungsstellungen in der Ukraine auf dem Zahnfleisch sitzenden Kräfte erlauben. Aber er wird sich durchziehen, auch wenn es die Armee schwächen wird. Denn wie immer muss das Prinzip seines Systems, Loyalität vor Kompetenz, umgesetzt werden. Das Problem, dieses parasitäre System am Leben zu erhalten, wird immer aufwendiger und ineffizienter. Seine Lebenszeit ist beschränkt, da es irgendwann die äußeren Ressourcen erschöpft hat und dann automatisch in den Kannibalismus übergeht. Die Zahl kompetenter Handlanger schrumpft zusehends, vor allem weil Putin die gesamte Führungsstruktur nicht nur auf unbedingter Loyalität ihm gegenüber, sondern auch auf einem knallharten Teile- und Herrscherprinzip aufgebaut hat. Wenn er aber bewusst Rivalität und Misstrauen unter seinen Untergebenen streut, muss er damit rechnen, dass dieses von ihm geschaffene toxische Umfeld auch ihn irgendwann verschlingt. Und dass dieser Moment gekommen ist, hat sich jetzt gezeigt. Niemand innerhalb und außerhalb der Kremlmauern weiß jetzt noch, wem er trauen kann, wem nicht und wem vielleicht so halb. Putin weiß jetzt, dass sich in seinem engsten Kreis auch diejenigen befinden könnten, die direkt an der Wagner-Rebellion beteiligt waren. Es ist jedoch verdammt schwer für ihn festzustellen, wer und wie stark, denn seine Spione wissen es auch nicht mehr. Meuterei in Russland verwischt die Grenze zwischen Patrioten und Verrätern. Putins Ängste sind so gewaltig, dass er sich jetzt sogar bei Sitzungen des Sicherheitsrats bewachen und abschirmen lässt. Es hat ganz den Anschein, dass einer der Gründe, warum Shoigu nicht gefeuert wurde, darin liegt, dass Putin verzweifelt an jedem loyalen Dackel hängt, auf den er zählen kann, auch wenn das verheerende Folgen für seine Invasionspläne in der Ukraine hat. Und auch die russischen Geheimdienste sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Gespalten und von Gier, Eigennutz und Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Dienstherrn zerfressen. Putin konnte weder auf sie zählen, als es um die Vorbereitung der Invasion ging, noch um die Vorhersage des Prigozhin-Aufstands. Und er wird auch nicht auf sie zählen können, wenn es um seine Aufklärung geht. Denn es sieht ganz so aus, als kämen die meisten Informationen über Verräter von den US-Geheimdiensten. Ja, es handelt sich um ein Totalversagen, das selbst das der US-Geheimdienste vor 9/11 übertrifft. Prigozhin hat es also geschafft, so gut wie alle Säulen der putinschen Macht als Pappmaché zu entlarven und gleichzeitig zu zeigen, dass sich die CIA eindeutig von den Krisen und Fehlern der Jahrtausendwende erholt hat. In den letzten Jahren hat der amerikanische Geheimdienst hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Spitzen der CIA hatten schon lange vor dem Blitzkrieg und dem Sieg der Taliban gewarnt, nur Biden hörte damals nicht auf sie. Sie wussten vor allen anderen bereits im September 2021 von den russischen Invasionsplänen in die Ukraine. Sie wussten offensichtlich schon Wochen im Voraus von Prigozhins Plänen, während der russische FSB und Putin davon überrumpelt wurden, als Rostow bereits halb besetzt war.
Mitte Juni erfuhren US-Spionen, dass Prigozhin eine bewaffnete Aktion in Russland plante. Die US-Geheimdienstbehörden haben Mitte Juni Informationen erhalten, die darauf hindeuteten, dass der Chef der Wagner-Söldner Jewgeni Prigozhin eine bewaffnete Aktion gegen den russischen Verteidigungsapparat plant. In den vergangenen zwei Wochen herrschte große Besorgnis darüber, was passieren könnte, ob der russische Präsident Wladimir Putin an der Macht bleiben würde und was jede Instabilität für die Kontrolle des russischen Atomwaffenarsenals bedeuten könnte. Und jetzt, liebe Freunde, scheint der CIA förmlich die Fäden in Russland selbst zu ziehen. Ja, gar die narrative und nachrichtendienstliche Lufthoheit über das Land gewonnen zu haben. CIA an Russen. Kommt und spioniert für uns. US-Geheimdienst sagt, die CIA will die Wahrheit über Russland wissen. In einem russischsprachigen Video, das über Nacht auf seinem eigens eingerichteten Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, richtet sich der US-Auslandsgeheimdienst an diejenigen, die das Leben im Russland von Präsident Wladimir Putin satt haben. Der US-Geheimdienst sucht Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, die in den Bereichen Militär, Geheimdienst, Diplomatie, Wissenschaft oder Technik arbeiten. Die Amis streuen genüsslich Gerüchte über Verräter in Putins Reihen und dieser hat null Ahnung, ob dies Nebelkerzen sind oder gar die Wahrheit. Sein eigener Geheimdienst ist nicht in der Lage, ihm die Strukturen und Verhältnisse im eigenen Land zu erklären. Und das ist gerade für einen zum Diktator aufgestiegenen Geheimdienstmann eine besonders bittere Schmach. Aber habt jetzt bitte keine Sekunde Mitleid mit Putin. Er hat sich diese Falle selbst gestellt. Stellt euch vor, ihr wärt ein USB-Offizier, der glaubwürdige Informationen bekommen hat, die Gerüchte bestätigen, die die CIA in die Welt streut. Würdet ihr diese Informationen eurem Chef geben und sich dadurch dem Verdacht aussetzen, für die Amis zu arbeiten? Wäre es nicht klüger, nach dem Mikado-Prinzip die Klappe zu halten? Denn wer sich in diesem System der Paranoia bewegt, hat schon verloren. Der FSB war ja schon zu Beginn der Ukraine-Krise ein Totalausfall. Statt die ukrainischen Streitkräfte zu unterwandern, hat der damalige Chef der dafür zuständigen 5. Auslandsabteilung die dazu vorgesehenen Mittel veruntreut und dann an den Kreml gemeldet, die russischen Truppen könnten in Kiew mit Jubel- und Blumenempfängen rechnen. Wir haben damals ausführlich darüber berichtet. Nach dem Fiasko mit der Invasion wurde er dann verhaftet und die Zuständigkeit für die Infiltration der Ukraine auf den Militärgeheimdienst GRU übertragen. Und wer leitet dort diese Operation? Nun der stellvertretende Direktor des GRU, unser Freund Wladimir Alexejew. Genau. Jener Alexejew, der einen besonders guten Draht zu Prigozhin hatte. Einen so guten Draht, dass er in Rostow über die Entführung von Shoigu und Gerasimov Witze riss. Aber dieser Zynismus ist weder ein Zufall noch ein Einzelfall. Er ist die logische Konsequenz eines Systems aus Lügen, Misstrauen, Paranoia und Apathie, das Putin über Jahre aufgebaut hat und auf dem er seine Macht gründet. Die ständige Bereitstellung absurder, widersprüchlicher Erklärungen und lächerlicher Lügen ermutigt die Menschen in der russischen Gesellschaft, egal ob normaler Bürger, Soldat oder Agent, zu glauben, dass es überhaupt keine Wahrheit mehr gibt. Protest ist schließlich sinnlos, Engagement nutzlos. Und dies führt eben zum überall in Russland anzutreffenden Zynismus. Eine weitere Nebenwirkung dieses Systems ist natürlich Apathie. Putin hat das Leben der Russen weitgehend entpolitisiert. Sich mit der eigenen Meinung zu beteiligen, wird bestraft. Der Bürger und der Soldat soll nur brav seinen Job machen und sich nicht um Politik kümmern. Denn das übernimmt alles Vater Staat, unter der weisen Führung Putins natürlich. Diese allgemeine Apathie ist also durchaus vom Putin-Regime gewollt. Dumm nur, dass es den Menschen dann eben auch egal ist, wenn es dem weisen Führer an den Kragen geht. Denn wenn sich niemand für irgendwas interessiert, bedeutet das, dass sie sich auch nicht für ihren obersten Führer, seine Ideologie oder seinen Krieg interessieren. Deswegen sind die Russen nicht in Scharen gekommen, um sich für den Kampf in der Ukraine zu melden. Sie haben sich nicht wie am Vorabend des Ersten Weltkriegs um die Truppen in der Ukraine geschart oder emotionale Zeremonien abgehalten, um ihre Erfolge oder den Heldentod ihrer Soldaten zu feiern. Aber da sie keine Alternative kennen, erzählen sie den Meinungsforschern brav, dass sie Putin unterstützen. Und der glaubt das dann auch noch selber. Russische Propaganda meldet Anstieg von Putins Popularität trotz Wagner-Debakel. Kreml-Propagandisten behaupten, dass die Zustimmungsrate des russischen Diktators Wladimir Putin nach der Meuterei von Jewgeni Prigozhin auf 90% gestiegen sei. Und deswegen hat niemand versucht, die Wagner-Truppen aufzuhalten. Die Sicherheitsorgane tauchten unter, rührten sich lieber nicht, obwohl Putin die harte Bestrafung der Verräter befohlen hatte. Das Militär hob ein paar Gräben um Moskau aus, zerstörte seinen eigenen Treibstoff- und Munitionsdepots und schickte ein paar vereinzelte Hubschrauber, die prompt abgeschossen wurden. Ein paar Lokalpolitiker schickten Bulldozer, um die Autobahn aufzureißen, aber das war dann auch schon das höchste der Gefühle.
das Maximum an Opferbereitschaft der Bevölkerung und der Sicherheitskräfte für dieses Regime. Tja, so gut wie niemand hatte Bock, für Putin zu sterben. Und viele sympathisierten ganz offen mit Prigozhin. Die Absenz der Streitkräfte entblößte aber auch eine andere fatale Schwäche Russlands. Nämlich, dass es über null militärische Reserven verfügt. Alles, was einigermaßen gerade schießen kann, befindet sich an der Front in der Ukraine. Das vergangene Wochenende hat gezeigt, dass das Einzige, was Russland erlaubt, die besetzte Ukraine zu halten, die Tatsache ist, dass Kiew Russland nicht direkt angreifen wird, weil Washington es noch nicht erlaubt. Amerika ist somit ironischerweise zum Schutzpatron der russischen Souveränität geworden. Sobald jedoch die russischen Truppen in der Ukraine erstmal aufgerieben sind, gibt es kaum widerstandsfähige russische Kräfte zwischen der Grenze und Moskau. Wenn die Ukraine, die gerade ihre Rüstungsproduktion massiv hochfährt, sich dann dazu entschließen würde, russisches Territorium zu besetzen, wäre sie nur schwer aufzuhalten. Auf jeden Fall viel schwerer als Wagner. Natürlich werden jetzt einige wieder sagen, dass Putin in diesem Fall Atomwaffen einsetzen könnte. Aber auch diese Befürchtung hat seit dem 24.06. deutlich an Boden verloren. Denn wenn schon jetzt im Fall eines Putsches niemand bereit war, für Putin einen Finger zu krümmen, wieso sollten dies dann die Kommandeure der strategischen Raketenstreitkräfte tun? Wie hoch schätzt ihr wohl die Wahrscheinlichkeit, dass alle in der nuklearen Befehlskette erforderlichen Offiziere für Putin bereit wären, die Welt zu vernichten, wenn sich jetzt noch nicht mal reguläre Streitkräfte oder Geheimdienste für ihn opfern wollten? Der Sturz Wladimir Putins wird die nukleare Bedrohung durch Russland nicht erhöhen, es sei denn, sein Nachfolger und die militärische Befehlskette wären selbstmörderischer als er selbst. Es ist unwahrscheinlich, dass etwas mit dem Moskauer Atomwaffenarsenal passiert, wenn der Präsident ohne einen kompletten Wechsel in der Hierarchie der Streitkräfte abgesetzt würde. Eine der wichtigsten Dinge, die die Leute übersehen, wenn sie der ganzen Atomangstmacherei Glauben schenken, ist, dass nicht Putin die Befehle gibt, sondern die Streitkräfte, die sie innehaben. Nur wenn es tatsächlich einen bedeutenden, vollständigen Wechsel in Bezug darauf gibt, wer das Militär und auch die Atomwaffen leitet, könnte etwas passieren. Die einzigen Umstände, unter denen es ein größeres nukleares Risiko gäbe, wären, wenn jeder in dieser neuen Befehlskette und der Verwahrung der Atomwaffen verrückter wäre als Putin. Es gibt eine Menge Kontrollen und Gleichgewichte im System, um sicherzustellen, dass nicht ein Verrückter die Atomwaffen abfeuern lässt. Kier Giles, Russland- und Eurasien-Experte beim Chatham-Haus. Und der Punkt ist, wir alle haben dies gesehen und auch Putin hat dies gesehen. Er weiß nun, dass seine Gewalt über die Menschen in Russland, die Armee und damit auch die Atomwaffen begrenzt ist. Aber man muss gar nicht so weit bis zu den Atomwaffen gehen. Denn ebenso wurde jedes Argument, man dürfe Putin nicht in die Ecke drängen, da er sonst unberechenbar würde, durch ihn selbst deutlich widerlegt. Seit dem Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine haben Analysten und Politiker behauptet, dass Putin ein knallharter Typ sei, der niemals nachgeben würde. Dass er einen gesichtswahrenden Sieg brauche, das heißt ukrainisches Territorium, um seinen Krieg beenden zu können. Aber das alles war nur ein Mythos, den Putin sorgsam über viele Jahre aufgebaut hat. Ein Mythos, der ihm viel Macht gab, im In- wie Ausland, über Verbündete wie Gegner. Und Prigozhin hat diesen Mythos nun binnen weniger Stunden zerstört. Er hat den Beweis erbracht, dass das alles, an was so viele Jahrzehnte lang geglaubt hatten, vollkommener Quatsch war. Wir müssen ihm dafür eigentlich unendlich dankbar sein. Dieser Beweis ist für die Sicherheit Europas viel mehr wert als ein erfolgreicher Putsch gegen Putin, der nur wieder einen anderen Psychopathen an die Spitze Russlands gespült hätte. In seiner ersten Rede zum Aufstand versprach Putin unmissverständlich ultimative Härte gegen die Verräter. Er klang wie jemand, der sich auf einen großen Kampf vorbereitet. Laut Lukaschenka wollte er Prigozhin töten lassen. Doch als er mit der schwierigen Entscheidung konfrontiert wurde, die Wagner-Söldner durch den Einsatz von Gewalt zu stoppen, machte er einen Rückzieher. Er hat nicht eskaliert. Er brauchte keine gesichtswahrende Ausrede, um den Sieg für sich zu proklamieren. Als er sich mit dem Risiko eines Blutbads in Moskau oder gar des Verlustes der Hauptstadt an die Wagner-Söldner konfrontiert sah, hat er einfach kapituliert. Anstatt die Meuterei mit noch mehr Gewalt niederzuschlagen, akzeptierte Putin stattdessen die Demütigung. Nun versucht er dies als weise Entscheidung zu verkaufen und das war sie sicher auch. Denn Putin hatte keine Option mehr übrig, in der er gewinnen konnte. Er war die Ratte, die ohne Ausweg in der Ecke gefangen war. Das Bild, vor dem sich so viele Putinologen jahrelang gefürchtet haben. Aber anders als von ihnen immer vorhergesagt, schlug er nicht um sich und drehte nicht durch. Er hat verhandelt mit einem Verräter. Dass dies über den Mittelsmann Lukaschenka erfolgte, reichte ihm als Gesichtswahrung.
Laut US-Außenminister Blinken wollte Putin sich wahrscheinlich nicht erniedrigen, indem er direkt mit Prigozhin verhandelt. Die Lektion für den Krieg in der Ukraine ist also klar. Putin ist eher bereit zu verhandeln und seinen Krieg zu beenden, wenn er auf dem Schlachtfeld verliert, wenn er ohne Ausweg in die Ecke gedrängt ist. Die Lösung dieses Krieges liegt also in der Eliminierung sämtlicher Auswege für Putin. Und diejenigen, die argumentiert haben, dass die Ukraine die Krim nicht angreifen darf, weil sie eine Eskalation befürchten, müssen diese Hypothese nun wirklich ad acta legen. Je früher Putin ernsthaft befürchten muss, dass er den Krieg verliert, desto schneller wird er verhandeln und zur Konzession bereit sein. Das Einzige, was den Krieg verlängern würde, wäre noch mehr Appeasement. Es ist genau das, was die ehemals von Russland besetzten Länder in Europa schon die ganze Zeit erzählt haben. Dass die Russen im Angesicht der Schwäche ihrer Gegner eskalieren und nur im Angesicht starker Gegner Kompromisse eingehen. Und genau aus diesem Grund war Prigozhins Putsch für Europa und den Frieden ein außerordentlicher Erfolg. Ohne größeres Blutvergießen hat er Putins Macht durch seine Entzauberung mehr geschwächt als alles zuvor. Aber natürlich wäre es überhaupt nicht zu seinem Aufstand gekommen, wenn Russland durch Sanktionen und die Unterstützung der Ukraine nicht finanziell in großen Problemen stecken würde. Fakt ist also, all das hinterlässt ein Bild von einem Regime, das sich im Verfall befindet. Und wohlgemerkt, es gibt Präzedenzfälle. 1991 gelang es dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow auch einen Staatsstreich zu überleben. 20. August 1991. Kommunistische Hardliner putschen gegen Gorbatschow. Boris Jelzin ruft zum Widerstand auf, als der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow unter Hausarrest gestellt wird. Jelzin gelang es damals, mit ihm treuen Teilen der Armee die Altkommunisten zu schlagen und Gorbatschow zu retten. Doch nur 4 Monate später war dieser nicht mehr an der Macht. Der Putsch zeigte seine enorme Schwäche. Er war von da an nur noch eine lahme Ente, ein Präsident auf Abruf. Die wahre Macht im Staate hatte nun der neue starke Mann, Boris Jelzin. Stehen wir jetzt also vor einer ähnlichen Situation? Darüber, meine lieben Zuschauer, werden wir in den nächsten Videos hier bei Visualpolitik sprechen. Also, Abo nicht vergessen! Und da ihr es zusammen mit mir bis ans Ende dieses wirklich schwierigen Videos geschafft habt, gibt's jetzt noch einen kleinen Fun Fact. Falls die Meldungen von der Verhaftung General Surovikins stimmen und ich habe gerade gelesen, dass seine Familie angeblich schon seit 3 Tagen nichts mehr von ihm gehört hat, wäre er einer der wenigen Generäle, die bereits an 2 Putschen beteiligt waren. Nach dem Putsch von 1991 gegen Gorbatschow wurde er nämlich zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt, da die von ihm kommandierte Einheit unter anderem für den Tod 3 Bürger verantwortlich war, die sich den Putschisten in den Weg gestellt hatten. Ganz genau, damals waren die Bürger der Sowjetunion tatsächlich bereit, ihr Leben für ihren Präsidenten Gorbatschow zu geben. Sollte Surovikin also nun einer putinschen Säuberung zum Opfer fallen, wäre Mitleid fehl am Platze. Dieser auch General Armageddon genannte Schlechter ist nicht nur für den Tod unschuldiger Sowjetbürger verantwortlich, sondern auch für den unzähliger syrischer und ukrainischer Zivilisten. Denn wie gesagt, alles, worüber wir in diesem Video gesprochen haben, ist ein Armdrücken der Arschlöcher. In der heutigen Geschichte gibt es keine Guten, niemanden, dem man die Daumen drücken, mit dem man sympathisieren könnte. Eine traurig, groteske Geschichte, deren Drehbuch jeder Hollywood-Produzent sofort in den Müll werfen würde. Und in Russland ist sie Realität. So, und jetzt seid erstmal wieder ihr mit eurer Meinung an der Reihe. Glaubt ihr, dass sich Putin von all seinen Rückschlägen wird erholen können? Oder war dies der Anfang von seinem Ende? Was genau wird Wagner nun in Belarus anstellen und welche Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte der Kartoffeldiktator Lukaschenka eigentlich? Und was bedeutet das alles eigentlich für die Sicherheit Europas? Wie wird sich das alles auf den Krieg in der Ukraine auswirken? Nun, auch das werden wir in künftigen Videos unter die Lupe nehmen, aber schreibt uns doch schon mal, was euch einfällt. Denn wie immer sind wir schon auf eure Diskussion zu diesem Thema mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es mit ihnen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Also, macht's gut und bis bald!